antirevolutionnaire. Es ist ein bemerkenswerter Umstand, dass der erste Mensch, der die astronomische Situation unseres Planeten im Kosmos durchschaute, von seinen Mitmenschen dieser Erkenntnis wegen hingerichtet worden ist. Hinter der unnachsichtigen Strenge des Urteils stand entscheidend die durch Gesetz und Tradition legitimierte Überzeugung der kirchlichen Autoritäten, dass ein Angriff auf die von ihnen gehütete offizielle Heilslehre eine Verteidigung auch in dieser Form nicht nur rechtfertigte, sondern sogar unausweichlich erforderte. Wie sich diese Überzeugung in den Augen jenes Mannes ausgenommen haben würde, um dessen Lehre es, wie die Autoritäten versicherten, nach wie vor ging, das hat uns hier nicht zu interessieren. Wir dürfen uns unserer nachträglichen Entrüstung über das, was unsere Vorfahren dem Giordano Bruno aus Nola angetan haben, nicht zu leicht machen. Um zu verstehen, was damals geschah, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Verbreitung der Lehre von der Unendlichkeit des Universums, von einer unendlich großen Zahl bewohnter, unserer irdischen grundsätzlich gleichberechtigter Welten in seinen Konsequenzen in der Tat auf einen Angriff gegen das hinauslief, was die Kirche vor 400 Jahren verkündete. Und wenn es uns schwerfällt einzusehen, wie die astronomische oder kosmologische, also jedenfalls eine naturwissenschaftliche Aussage mit einer religiösen Lehre überhaupt so direkt und verhängnisvoll hat kollidieren können, dann ist die Frage durchaus berechtigt, ob wir auf diese Schwerfälligkeit stolz sein sollten. Zur Zeit Brunos hatte man das Bild, dass man sich von der Welt und der eigenen Existenz in ihr machte, noch nicht so säuberlich in eine geisteswissenschaftliche und eine naturwissenschaftliche Hälfte gespalten, wie wir das als die Erben der uns vorausgegangenen Epochen aus Überzeugung tun. Damals nahm man daher auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse noch ernst als Aussage über die eine, immer identische Welt, als Feststellung folglich, die, wenn sie die Welt im Ganzen betrafen, unvermeidlich auch etwas über die Stellung des Menschen und seine Rolle im Kosmos aussagten. Mit dieser Auffassung steht auch Bruno selbst seinen Richtern noch näher als uns. Hinter der Unnachsichtigkeit des Urteils verbarg sich aber auch der Schock, den das revolutionäre Weltbild des nolanischen Naturphilosophen bei seiner Mitwelt auslöste. Dass sich kein Protest erhob, als man den in ganz Europa bekannten Gelehrten schließlich bei lebendigem Leib öffentlich verbrannte, ist nicht nur auf die in den südlichen Ländern damals noch selbstverständliche Loyalität gegenüber der Kirche zurückzuführen und ganz gewiss auch nicht nur auf die fraglos ebenso verbreitete Angst vor der allgegenwärtigen Inquisition, die hier ein Exempel statuiert hatte. Das abenteuerliche Leben des Verurteilten und die Abenteuerlichkeit der Lehren, die er Jahr um Jahr an zahllosen Universitäten Europas mit der polemischen Kompromisslosigkeit eines Besessenen verkündigt hatte, ließen es den meisten Zeitgenossen auch nördlich der Alpen vermutlich verständlich und geradezu natürlich erscheinen, dass die Autoritäten über ihn den Stab brachen. Dass an Giordano Brunos
vollstreckte Urteil wurde nicht nur von dem Mann auf der Straße gebilligt, der damals so einseitig informiert wie heute keine Ahnung hatte, was sich eigentlich abspielte. Für ihn war Bruno einfach ein abtrünniger Mönch und Ketzer, den die gerechte und für solche Fälle gesetzlich vorgesehene Strafe ereilt hatte. Daran wäre nichts Besonderes. Bezeichnenderweise findet sich aber auch in den Schriften der Gelehrten jener Tage kein Protest und kein Widerspruch. Sie bedauern den Nolaner zwar seines Schicksals wegen, seine Ansichten aber teilen sie nicht. Das gilt sogar für einige der Bedeutendsten unter ihnen, für Männer wie Kepler und Galilei, deren Namen uns mit Recht als der personifizierte Inbegriff wissenschaftlichen Fortschritts gelten. Sie alle nahmen Bruno als Astronomen und Naturphilosophen ernst und sie diskutierten auch noch nach seinem Tode seine Argumente. Dass von dem Hingerichteten mit solcher Unbeirrbarkeit gelehrte neue Weltbild aber war selbst diesen Männern unheimlich. Charakteristisch ist ein Brief, den Kepler 10 Jahre nach Brunos Hinrichtung an Galilei schrieb, als dieser bei seinen ersten Fernrohrbeobachtungen 4 Monde des Jupiter entdeckt hatte. Kepler kannte die Schriften des Nolaners sehr genau. Und seit Jahren hatte ihn nach eigenem Zeugnis der Gedanke beschäftigt, dass die Sterne am nächtlichen Himmel, wenn sie, wie Bruno behauptet hatte, wirklich Sonnen wären, wie unsere eigenen, auch Planeten und womöglich bewohnte Planeten haben müssten. Galilei hatte nun aber mit seinem neuartigen Instrument glücklicherweise nur Monde des Jupiter gesehen und Kepler schreibt ihm, spürbar erleichtert: Hättest du auch Planeten entdeckt, die einen Fixstern umlaufen, dann würde das für mich eine Verbannung in das unendliche All Brunos bedeutet haben. Ihm bereite, so schrieb er an anderer Stelle, schon der bloße Gedanke einen dunklen Schauder, mich in diesem unermesslichen All umherirrend zu finden. Dass jener unglückselige Bruno in seiner grundlosen Unendlichkeitsschwärmerei gelernt habe. An dieser Reaktion eines Pioniers des geistigen Fortschritts lässt sich indirekt ermessen, welche Wirkung die Behauptungen des Nolaners auf seine Zeitgenossen gehabt haben müssen. Tatsächlich ist die geistige Revolution, zu der die Entwicklung des astronomischen Weltbilds im 16. Jahrhundert führte, ungeachtet der sprichwörtlichen Redeweise von der kopernikanischen Wende, weit mehr auf Giordano Bruno als auf Kopernikus oder irgendeinen anderen Menschen zurückzuführen. Aber versuchen wir jetzt zunächst, uns den chronologischen Ablauf vor Augen zu führen und zu rekonstruieren, warum das Leben dieses Mannes in einer solchen Katastrophe enden musste. Bruno wurde 1548 in Nola bei Neapel, etwa 10 Kilometer nordöstlich des Vesuv, als Sohn eines Soldaten geboren und auf den Namen Filippo getauft. Er wuchs auch in seinem Geburtsort auf. Zeitlebens hat er selbst sich als der Nolaner bezeichnet, bis er gerade erst 14-jährig in das Dominikanerkloster San Domenico in Neapel eintrat. Bei dieser Gelegenheit erst
erhielt er den Vornamen Giordano als Klosternamen. Schon der junge Novize fiel durch unstillbaren Wissensdurst auf. Er las, was ihm die Klosterbibliothek zur Verfügung stellen konnte. Und, wie wir sehen werden, nicht nur das. Vor allem las er die Schriften der antiken Philosophen, dann alle Kirchenväter, wobei ihn Nikolaus von Kues besonders interessierte, und die Schriften des Kopernikus, die damals von der Kirche noch nicht beanstandet wurden. Auch dies scheint mir übrigens ein Fingerzeig dafür zu sein, dass die geistesgeschichtliche Revolution, die wir traditionsgemäß mit dem Namen des Kopernikus verbinden, von diesem großen Forscher allenfalls eingeleitet worden ist. Zu welchen Konsequenzen der Weg, der vom aristotelisch-ptolemäischen Lehrgebäude in Antikristenastronomie führen musste, das ist nicht ihm oder Kepler und auch nicht Galilei, sondern als ersten Menschen eben Bruno aufgegangen. Es ist in dieser Hinsicht bezeichnend, dass die bereits 1543 veröffentlichten 6 Bücher des Kopernikus über die Umläufe der Himmelskörper erst mehr als 70 Jahre später, nämlich 1616, auf den Index gesetzt worden sind. 16 Jahre nach Brunos Tod, zu einer Zeit also, zu der kein Zweifel mehr daran möglich war, welche Folgerungen die neue Richtung der Astronomie haben würde. Als der junge Mönch 1572 die Priesterweihen empfing, galt er bereits als überdurchschnittlich gebildet. Dass es sich bei ihm in den Augen seiner Umgebung schon damals um einen sehr ungewöhnlich jungen Mann gehandelt haben muss, wird man auf der Tatsache nehmen dürfen, dass Papst Pius V. schon ein Jahr zuvor den erst 23-Jährigen zu sich zitierte, um sich seine Ansichten über die lullische Kunst erläutern zu lassen. Besonders gerühmt wird von allen Augenzeugen immer wieder das phänomenale Gedächtnis, das es Bruno ermöglichte, den ungeheuren Wissensstoff, den er mit nie erlahmendem Eifer ständig in sich aufnahm, zu verarbeiten und zur Grundlage seiner Überlegungen zu machen. Der Umfang jedoch und die Unbefangenheit des Horizonts, in dessen Rahmen Bruno sein Wissen zu erweitern trachtete, brachten den jungen Klosterbruder schon früh in Konflikte. Im 18. Lebensjahr befielen ihn erste Zweifel an der Lehre von der Dreieinigkeit. Anfang 1576 wurde vom Ordensvorstand offiziell Anklage wegen Ketzerei gegen ihn erhoben. Das bedeutete damals, zur Zeit der Gegenreformation, keine Kleinigkeit. Bruno entschloss sich, aus dem Kloster zu fliehen. Damit beginnt die entscheidende, geistesgeschichtlich fruchtbare Epoche seines Lebens. Sie dauerte nur 16 Jahre. Bruno war 28 Jahre alt, als er aus dem Kloster floh, als ihn die Inquisition 1592 in Venedig verhaftete, war er 44. In den dazwischenliegenden Jahren war er fast tausendlos auf der Flucht durch halb Europa. Oft nur Wochen, meist nur Monate, nie länger als höchstens 3 Jahre an einem Ort. Nicht, dass er buchstäblich verfolgt worden wäre. Vor dem Zugriff der Inquisition fühlte er sich nördlich der Alpen mit Recht sicher. Gelegentlich fand er in Deutschland sogar Obdach in einem Kloster, dessen Art tolerant und furchtlos genug war, den Flüchtling für einige Zeit zu beherbergen. Bruno blieb auch katholisch, trotz vieler Sympathien für Luther, den er einen neuen Herkules nannte und dessen Kampf gegen römischen Aberglauben er wiederholt pries.
Dem theologischen Lehren Luthers stand er jedoch schandablehnend gegenüber. Der Flüchtling wurde ohne Prozess auch nicht exkommuniziert. Und er hat im Laufe der Jahre mehrmals versucht, sich mit seiner Kirche offiziell auszusöhnen. Auf alle Anfragen jedoch bekam er immer wieder den Bescheid, dass er sich als Vorbedingung für weitere Gespräche zuerst in die Zucht seines Ordens zurückzubegeben habe. Eine Auflage, zu deren Erfüllung sich Bruno verständlicherweise nicht durchringen konnte. Unter diesen Umständen besteht kein Zweifel daran, dass Bruno in Frankreich, England oder Deutschland hätte zur Ruhe kommen können, wenn er nur selbst Ruhe gegeben hätte. Gerade das aber war diesem Mann gänzlich unmöglich. Jetzt, nach dem Ausbruch aus dem Kloster, wurde plötzlich offenbar, dass sein Gehirn nicht einfach passiv fast das ganze Wissen seiner Zeit in sich aufgenommen hatte, sondern dass es sich als fähig erwies, dieses Wissen auch souverän zu handhaben, dass es produktiv genug war, mit diesen Funden zu wuchern. In den nur 16 Jahren zwischen Klosterflucht und Verhaftung, zwischen seinem 28. und 44. Lebensjahr, schrieb und veröffentlichte Giordano Bruno während seiner unsteten Wanderung durch Mitteleuropa sein Lebenswerk. Die Zahl seiner Schriften ist groß, sowohl jener, die seinen Namen bis auf den heutigen Tag berühmt machen, als auch die der anderen, die uns heute nichts mehr sagen, weil sie Themen gewidmet sind, die der Vergangenheit angehören. Darunter zahlreiche magische Schriften, Werke über Gedächtniskunst, die sogenannten Lullischen Schriften, eine derbe Komödie, umfängliche mythologisch-allegorische Abhandlungen und anderes mehr. Die für die kosmologischen Anschauungen Brunos grundlegenden Werke finden sich unter den 6 in italienischer Sprache verfassten Schriften der Londoner Zeit. Es sind das Aschermittwochsmahl, La Cena della Ceneri, von der Ursache, dem Anfang und dem Einen, De la Causa Principio et Uno, sowie über das unendliche Universum und die Welten, die Infinito Universo I Mondi. So groß der Rang, der in diesen Schriften gelehrten Ansichten und Erkenntnisse auch ist, so schwer lesbar, nahezu unverdaulich, erscheinen uns diese Werke heute aus formalen Gründen. So großartig sich manche Passagen auch lesen. Die zusammenhängende Lektüre wird uns nicht nur durch die ungewohnte Form der Darbietungen, Sonetten und weitschweifigen Dialogen erschwert. Das Ganze ist auch durchsetzt mit ermüdend ausgedehnten mythologischen Abschweifungen. Von größter Bedeutung für das Verständnis Bruno ist ferner ein Werk, das ebenso wie die eben genannten während der nur 3 Londoner Jahre entstand. Über die heroischen Leidenschaften degli eroici furori. Wer diese Schriften Brunos kennt, oder doch wenigstens die in deutscher Übersetzung vorliegenden Auszüge, dem ist klar, warum ihr Autor nicht zur Ruhe kam und warum er auch keine Ruhe geben konnte. Heroische Leidenschaften, das sind nach Brunos Ansicht die Leidenschaft, von denen der wahre Philosoph unwiderstehlich ergriffen wird, wenn ihm eine Erkenntnis von grundlegender Bedeutung zuteil wird. Wem dies widerfährt, der weiß sich eins mit dem All. Der spürt das Göttliche in sich. Der fühlt sich aber auch herausgehoben aus der Masse seiner Zeitgenossen. Er darf keine Rücksicht nehmen
nicht auf sich, auf sein persönliches Ergehen und erst recht nicht auf die Vorurteile der anderen, denen seine Erkenntnis noch verborgen ist. Die Wahrheit, die er erkannt hat, weiterzugeben, immer, unter allen Umständen, auch an die, die sie nicht hören wollen. Das ist die Leidenschaft des wahren Philosophen. Das ist seine Pflicht und sein unwiderstehliches Bedürfnis zugleich. Er muss die anderen Menschen aus dem Zustand ihrer Unkenntnis erlösen, damit auch sie teilhaben wird, was ihm offenbar geworden ist. Die Wechselfälle des äußeren Lebens werden vor dieser Mission unwichtig. Sie können den, der von der heroischen Leidenschaft wahren Philosophieren wirklich beseelt ist, im Grunde auch nicht mehr anhaben. Bruno wünscht aufrichtig, dass die Frucht meiner Arbeit der Welt nützlich und rühmlich erscheine und sie denen, die des Lichtes beraubt sind, den Geist wecke und das Gefühl aufschließe. Und er fährt fort. Wenn ich rede und schreibe, so streite ich nicht aus Lust am Siege. Denn wo keine Wahrheit ist, scheint mir Ruhm und Sieg Gott verhasst, niederträchtig und jeder Ehre war. Nur aus Liebe zur Wahrheit mühe ich mich, klage und quäle ich mich. Wer so denkt und von der selbsterkannten Wahrheit so erfüllt ist, der nimmt auch auf andere keine Rücksicht. Seine Feindschaft muss vor allem den etablierten Philosophen und Gelehrten gelten, die am Katheder wiederkommen, was sie aufgelesen haben, ohne einen eigenen Gedanken beisteuern zu können. Den Pedanti, wie Bruno sie nennt, die sich kraft akademischer Autorität gegen die neuen Ansichten sträuben, die das Volk durch ihre geistige Trägheit verdummen und die darauf beharren, man könne den Wahrheitsgehalt von Argumenten dadurch prüfen, dass man sie am Inhalt der Schriften des Aristoteles misst. Sie bekämpft Bruno dann auch mit wütendem Hass, mit massiver Polemik und allem Spott, der diesem geschulten Rhetoriker zu Gebot steht. Allergelehrtester Herr Polyhymnius, so lässt er in einem seiner Dialoge einen dieser akademischen Pedanti anreden. Wenn ihr alle Sprachen beherrschtet, unsere Prediger sagen, es gäbe ihrer 72, dann könntet ihr doch nicht vermeiden, das komischste Tier zu sein, das mit menschlichem Antlitz lebt. Zur vollen Würdigung dieser und unzähliger ähnlicher, oft noch sehr viel schärferer Stellen, muss man noch wissen, dass Bruno die Namen der in seinen Dialogen auftauchenden Figuren in der Regel so zu verschlüsseln pflegte, dass der sachkundige Leser genau wusste, welcher der dem Autor missliebigen Professoren, Philosophen oder Kardinäle im konkreten Fall gemeint war. Dieses Sendungsbewusstsein, gekoppelt an einen ungeduldigen, leidenschaftlichen Charakter, der unfähig war, irgendwelche Zugeständnisse zu machen und der zu impulsiven Ausbrüchen neigte. Das alles machte Bruno zu einem Menschen, mit dem nicht leicht auszukommen war. Nicht die Inquisition ist es gewesen, die ihn in den entscheidenden 16 Jahren seines Lebens ruhelos von einer Universität Europas zur anderen ziehen ließ. Die äußere Ursache waren vielmehr die sich nördlich der Alpen abspielenden konfessionellen Auseinandersetzungen im Zuge der Gegenreformation mit ihren geografisch ständig wechselnden Einflussbereichen. Auch sie aber waren sicher nur die vordergründige Ursache
Bruno wäre von den Fluktuationen dieses Kampfes sicher nicht wie ein Spielball durch halb Europa getrieben worden, wenn er es seiner Umgebung nicht immer wieder außerordentlich schwer gemacht hätte, ihm gegenüber tolerant zu sein. Auf Beispiele werden wir noch reichlich stoßen. Nach der Flucht aus Neapel versuchte Bruno zunächst in mehreren norditalienischen Städten Fuß zu fassen. Die Pest und die Nähe der Inquisition ließen ihn schon zwei Jahre später, 1578, die Alpen überqueren. Nach kurzem Aufenthalt in Genf, wo man ihm den Übertritt zum Calvinismus zur Bedingung längeren Bleibens machte, gelangte er über Lyon nach Toulouse, in dessen damals gerade protestantische Atmosphäre er eine erste Ruhepause erlebte. Dort las er zwei Jahre lang über aristotelische Philosophie. 1580 trieben ihn die Wirren des Bürgerkriegs nach Paris. Der 32-jährige Flüchtling war jetzt schon berühmt. König Heinrich III. Lud ihn zu sich, um sich von ihm zu der lullischen Kunst unterweisen zu lassen. Bruno sprach außer Latein fließend Französisch und Spanisch und war bei Hofe und in einflussreichen Häusern ein gesuchter Gesellschafter. Er hielt stark beachtete Vorlesungen an der Universität und schrieb während der Pariser Jahre mehrere Bücher, darunter sein philosophisches Erstlingswerk Vom Schatten der Ideen, De Umbris Idearum, eine sich auf Platon gründende Naturphilosophie. 1583 ging er nach London. Der Grund für den Wechsel ist nicht bekannt. Bruno muss Paris aber in aller Freundschaft verlassen haben, denn er reiste mit einer Empfehlung des französischen Hofes. Der englische Gesandte in Paris kündigte sein Kommen in London brieflich mit den Worten an Dr. Jordanus Bruno Nolano, ein Doktor der Philosophie, beabsichtigt, nach England zu kommen. Er ist ein Mann, dessen religiöse Ansichten mir nicht empfehlenswert erscheinen. Die machtvolle Formulierung des Einwands und die Tatsache, dass seine Übermittlung den Aufenthalt Brunos in England weder verhinderte, noch im Laufe der folgenden Jahre trübte, sind ein beredtes Zeugnis für die, wenn auch nicht in politischen, so doch in weltanschaulichen und religiösen Fragen tolerante Atmosphäre im Land Königin Elisabeth I., die zahllosen Flüchtlingen aus ganz Europa Asyl gewährte. Hier also verbrachte Bruno bis 1585 seine fruchtbarste Zeit. Hier entstand oder erschienen alle seine Hauptwerke. Diese wohl glücklichste Epoche seines Lebens begann aber mit einem typischen Eklat, wie er sich später noch mehrfach wiederholen sollte. Die schon damals in hohem Ansehen stehende Universität Oxford erwies dem Flüchtling die Ehre, ihn zu regelmäßigen Vorlesungen einzuladen. Bruno nahm dankbar an, begann eine Vorlesung über die Unsterblichkeit der Seele, konnte er sich daneben aber nicht verkneifen, die theologische Fakultät, die zu seinem Missfallen noch gänzlich in der ptolemäischen Irrlehre verharrte, zu einer Serie öffentlicher Streitgespräche herauszufordern, aus denen er regelmäßig als Sieger hervorging. Es waren, wie später, bei gleicher Gelegenheit noch mehrmals Pyrrhus-Siege. Bruno hatte seinen Spott über die Rückständigkeit und konservative Verbohrtheit der hohen Fakultät so unmissverständlich ausgeprägt, dass er die Universität nicht mehr betreten durfte. Er rächte sich für den Klausur mit einer pissigen Streitschrift, in welcher er Oxford als die Witwe wahrer Wissenschaft verhöhnte. Den erneut obdachlos gewordenen nahm jetzt der französische Gesandte in sein Londoner Haus auf. Michel de Castelnau, Marquis de Montferrat,
Bruno blieb während der ganzen Aufenthalt in England sein Gast. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich rasch ein freundschaftliches Verhältnis. Das Zusammentreffen mit Castolino ist einer der großen Glücksfälle im Leben Brunos gewesen. Der Marquis war ein ungewöhnlicher Mann von seltenen menschlichen Qualitäten. Selbst strenggläubiger Katholik war er gleichwohl bekannt für seine Toleranz und den großen persönlichen Mut, mit dem er in der hasserfüllten Atmosphäre der konfessionellen Auseinandersetzungen bei seinen eigenen Parteigängern für Gnade gegenüber Andersgläubigen plädierte. In seinen Memoiren beschwor dieser ungewöhnliche Mann seinen Sohn unter dem Eindruck der Schrecken der Bartholomäusnacht, den rechten Glauben stets nur durch ein persönliches Beispiel zu verbreiten und niemals durch Unterdrückung oder Blutvergießen, das die Übel der Welt nie vermindern, sondern nur vermehren könne. Im Haus Castelnau fand Bruno für 3 Jahre die Atmosphäre, die er brauchte, um sein ungeheures Wissen und seine Begabung voll ausspielen zu können. Unter diesen Umständen genügte ihm diese kurze Zeitspanne zur Niederschrift seines in den 6 schon erwähnten umfänglichen Büchern niedergelegten Hauptwerks. Die unglaubliche Schnelligkeit, mit der er schreibt und die zu einem nicht geringen Teil auf sein phänomenales Gedächtnis zurückzuführen sein dürfte, dass es ihn ersparte, immer wieder nachlesen und sich die dazu benötigten Bücher beschaffen zu müssen, erweist sich bald als Segen für die Nachtwelt. Schon Ende 1585 verliert der Flüchtling abermals sein Asyl. Diesmal trifft das Unglück seinen Gastgeber Castelnau. Der Marquis gerät in finanzielle Schwierigkeiten und wird im Zusammenhang damit nach Paris zurückgerufen. Bruno schließt sich seinem Freund und Gönner an. Auf der Rückfahrt wird Castelnau zu einem Überfluss auch noch beraubt. Er verliert sein gesamtes Gepäck. Als die beiden Freunde in Paris eintreffen, muss der Marquis seinem Schützling eröffnen, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich seiner anzunehmen. Die beiden trennen sich. Bruno findet bei bekannten Aufnahmen und beginnt Anfang 1580 in Paris Vorlesungen zu halten. Bereits wenige Monate später, im Mai desselben Jahres, ist es mit seiner Lehrtätigkeit jedoch wieder vorbei. Und nicht nur das, er muss Paris verlassen. Der Grund ist wieder einmal ein von Bruno selbst provoziertes Streitgespräch. Selbstverständlich auch diesmal über die aristotelische Philosophie und das Weltbild des Ptolemäus. Bruno war seines Sieges diesmal so sicher, dass er gar nicht selbst auftrat, sondern einen seiner Studenten mit der Aufgabe betraute, seine Thesen öffentlich zu verteidigen. Die ob dieser verächtlichen Behandlung mit Recht erboste Fakultät schickte daraufhin einen ihrer brillantesten Rhetoriker in die Debatte, dem es dann tatsächlich auch gelang, seinen unerfahrenen Gegner vor versammeltem Publikum hoffnungslos in die Ecke zu treiben. Bruno war gezwungen, sich für geschlagen zu erklären, was ihn in der Fakultät, die er eben noch mit ätzendem Spott herausgefordert hatte, unmöglich machte. In den folgenden beiden Monaten versuchte er in Mainz und Wiesbaden unterzukommen, jedoch vergeblich. Am 25. Juli 1586 gelingt es ihm aber, in die philosophische Fakultät der Universität Marburg aufgenommen zu werden. Deren Mitglied war er allerdings nur wenige Tage, denn die Fakultät ist zwar bereit, den umstrittenen Flüchtling aufzunehmen, man will sich aber nicht die Tumulte und öffentlichen Diskussionen auf den Hals ziehen, die hervorzurufen, der Italiener in der Vergangenheit eine so große Begabung an den Tag gelegt hat. Also lädt ihn der Rektor der Universität in sein Haus ein, um ihn zu eröffnen,
dass er in Marburg gern gelitten sei. Dass er auch im privaten Kreise innerhalb der Universität ungehindert lernen möge. Dass er ihm im Einverständnis mit der Fakultät öffentliche Auftritte allerdings untersagen müsse. Es versteht sich von selbst, dass der brave Mann mit dieser Eröffnung bei Bruno an den Falschen geriet. In dem Protokoll, das der Rektor nach der Unterredung aufsetzte, hat er entrüstet festgehalten, dass Bruno ihn auf diese Mitteilung so ausfällig beschimpft habe. Als ob ich gegen die Gesetze aller Länder, die Gepflogenheiten aller Universitäten Deutschlands und die Interessen der Wissenschaft selbst verschließe. Am Ende seines Zornes, Ausbruchs, erklärte Bruno, dass er nicht den Wunsch verspüre, der dortigen Universität länger anzugehören. Eine Absichtserklärung, die selbstredend prompt stattgegeben wurde. Die nächste Station war Wittenberg. Bruno wurde an der von Lutheranern beherrschten Universität bereitwillig aufgenommen. In der Einleitung zu zwei neuen Büchern, die er bald schreibt, einmal mehr über biologische Kunst und über Methoden der Rhetorik. Und in einer berühmt gewordenen Abschiedsrede preist der Rektor und Fakultät, die ihn, den Flüchtling aus Frankreich, ohne Empfehlung angenommen und nicht einmal nach seinen religiösen Ansichten gefragt hätten. Hier nehme niemand Anstoß daran, dass er Lehren verkünde, die nicht allein der herkömmlichen, durch die Kirche sanktionierten Weltanschauung widersprechen, sondern geradezu der Theologie ein Ende bereiten müssten. Im Unterschied zu den Professoren von Toulouse, Oxford und Paris hätten sie über seine neue Weltansicht nicht die Nase gerümpft, Grimassen geschnitten und auf das Pult geklopft, sondern ihn die volle philosophische Freiheit genießen lassen. Fast schien es so, als habe Bruno an dieser wahren Universität, in deren freiheitlicher Luft in ganz Deutschland wie ein Bollwerk der Geistesfreiheit erscheinen wollte, eine neue Heimat gefunden. Schon bald aber machten sich die Folgen eines dynastischen Wechsels bemerkbar. Dem schon Anfang 1586 gestorbenen, gut lutherischen Kurfürsten August von Sachsen war sein Sohn Christian als Regent gefolgt. Dieser jedoch war entschiedener Calvinist und als solcher in religiösen und weltanschaulichen Fragen weitaus weniger tolerant als sein Vater. Im Laufe der Zeit bewirkte der damit einhergehende Umschwung auch an der Wittenberger Universität einen so tiefgreifenden Wandel, dass sich Bruno nach erst 18-monatiger Lehrtätigkeit im März 1588 entschloss, eine neue Zuflucht zu suchen. Jetzt wandte er sich nach Prag, wo er versuchte, Kaiser Rudolf II. Durch ein diesem gewidmetes Werk mit dem für seinen Autor bezeichnenden Titel 160 Thesen gegen die Mathematiker und Philosophen unserer Zeit für sich einzunehmen. Er musste sich jedoch mit einem Geldgeschenk zufrieden geben, das immerhin groß genug war, um seinen Lebensunterhalt für ein Jahr zu sichern. Es folgt ein etwa einjähriger Aufenthalt in Helmstedt, wo der für seine Toleranz und seine Bildung gleichermaßen berühmte Herzog Julius von Braunschweig zur Stützung des Protestantismus in seinem Lande 1576 eine Universität gegründet hatte, die es rasch zu einem ausgezeichneten Ruf und entsprechendem Zulauf brachte.
Bruno war doch zunächst wohl gelitten, musste aber auf diesen Ort schon Anfang 1590 nach einer schweren Auseinandersetzung mit dem Rektor der Universität und dem örtlichen Kirchenvorstand wieder verlassen. Der Grund des Konflikts ist aus den Quellen nicht mehr ersichtlich. Erhalten ist eine Eingabe Brunos an den Rektor, in der er sich darüber beschwert, dass man ihn nicht anhören wolle und verurteile, ohne ihm überhaupt die Gründe mitzuteilen. Er scheint nie eine Antwort bekommen zu haben, wofür er sich in der schon bekannten Weise dadurch rächt, dass er den Rektor in einem lateinischen Gesicht als Lügner, Ignoranten und Lümmel beschimpft. Ungeachtet dieser Auseinandersetzung, die spätestens Anfang Oktober 1589 einsetzten, hat Bruno auch in Helmstedt wieder eine ganze Reihe von Schriften fertiggestellt, an denen er zum Teil schon seit Jahren gearbeitet hatte, darunter die drei wichtigen Werke, De Minimo, De Monade und De Immenso et Innumerabilibus, die den Kern seiner philosophisch-metaphysischen Anschauung enthalten. Zur Veröffentlichung dieser Manuskripte kam es in Helmstedt jedoch nicht mehr. Zu diesem Zweck geht Bruno im Frühjahr 1590 nach Frankfurt am Main, damals mit zweijährlichen Buchmessen und dem Sitz bedeutendster Verlage, das Zentrum des europäischen Buchhandels. Zwei namhafte Verleger, Johann Wechel und Peter Fischer, erklären sich bereit, die Manuskripte zu drucken und den Autor bis zum Erscheinen der Bücher zu unterhalten. Das Angebot, ihn auch bei sich aufzunehmen, scheitert, weil der Rat der Stadt sich weigert, dem umstrittenen Renegaten eine Aufenthaltserlaubnis zu geben. Den Verlegern gelingt es daraufhin, ihren Mann in einem Frankfurter Karmeliterkloster unterzubringen. Von einem Abstecher nach Zürich abgesehen, blieb Bruno bis zum Herbst 1591 in Frankfurt. Dann folgte eine Einladung des jungen venezianischen Adligen Giovanni Mocenigo und betrat erstmals wieder italienischen Boden. Mocenigo, Angehöriger einer der angesehensten Familien des Stadtstaats, war auf eines der Bücher gestoßen, die Bruno über die Gedächtniskunst geschrieben hatte und wünschte, in diesem Fach unterrichtet zu werden. Warum Bruno der Einladung folgte, ist nicht sicher festzustellen. Sein Unterhalt war zu diesem Zeitpunkt gesichert. Das Erscheinen mehrerer Bücher stand unmittelbar bevor und Einladungen ähnlicher Art und Weise, in denen der Boden weniger heiß für ihn gewesen wäre, wird er nicht selten bekommen haben. Zwar dürfte er sich in dem als Stadtstaat souverän Venedig und als Gast einer Familie, aus der schon mehrere Dogen hervorgegangen waren, sicher gefühlt haben. Andererseits war auch ihm bekannt, dass es ebenso ein venezianisches Inquisitionsgericht gab. So ist man versucht daran zu denken, dass der jetzt 43-Jährige des langen, ziellosen Wanderns wenigstens in diesem Augenblick doch müde geworden sein könnte. Manches spricht auch dafür, dass er seit Jahren unter Heimweh litt. Jedenfalls ging er nach Venedig, wo er im Hause der Mocenigos wohnte und schnell in lebhaften Verkehr mit Gelehrten und anderen angesehenen Venezianern kam. Aber auch außerhalb Venedig bewegte er sich mit bemerkenswerter Unbekümmertheit, was daraus hervorgeht, dass er sogar nach Padua reiste, um einigen dort studierenden Bekannten aus Deutschland Unterricht zu geben. Das Ende bahnte sich dann aber in Venedig im Frühjahr 1592 aus einem wahrhaft läppischen Anlass an. Mocenigo fühlte sich von Bruno übervorteilt. Der junge Mann scheint sich Wunderdinge von der Gedächtnis- und verstandesfördernden Wirkung des Brunoschen Unterrichts versprochen zu haben. Als die erwarteten Effekte auf seinen eigenen Verstand
studiert er seinen Gast bezahlt zu haben, verneinte, ausblieben und auf wiederholte Ermahnungen nichts fruchteten. Mocenigo glaubte allem Anschein nach, dass Bruno ihm gegenüber mit bestimmten magischen Geheimlehren hinter dem Berg hielt. Zeigte er seinen Lehrer bei der venezianischen Inquisition an. Am 22. Mai 1592 wurde Bruno in seinem Haus verhaftet, als er durch vorangegangene Drohungen vorgewarnt sein Gepäck schon wieder auf den Weg nach Frankfurt gebracht hatte. Das erste Verhör fand 10 Tage später statt. Einige der Anklagepunkte: Bruno bestreitet die Verwandlung des Brotes während der Messe. Er behauptet, dass die Welt ewig sei, was der Lehre vom jüngsten Tag widersprach, und dass es unendlich viele Welten gebe. Er klage die Kirche an, selbst gegen die Lehren Christi zu verstoßen, indem sie das Volk nicht, wie die Apostel es getan hätten, durch Predigt und gutes Beispiel bekehre, sondern Gewalt anwende. Im Verlauf anschließender Verhöre kommt dann noch eine unübersehbare Anzahl neuer Punkte hinzu. Selbstverständlich auch die in den Büchern des Angeklagten sorgfältig aufgespürten Attacken gegen die römische Kirche und umgekehrt die sich darin findenden Loblieder auf die englische Könige und andere Ketzer. Bruno erwidert, dass seine Lehren nicht als die eines Kirchenmannes, sondern als die Werke eines Philosophen und Gelehrten beurteilt werden müssten. Er erklärt sich sogar bereit, alle seine Irrtümer und Verfehlungen zu widerrufen, soweit sie den christlichen Glauben und die Lehren der Kirchen betreffen. Das ist ein für Bruno ungewöhnliches Zugeständnis. Es lässt sich möglicherweise damit erklären, dass Bruno zu dieser Zeit, wie durch zahlreiche Äußerungen belegt ist, noch ernstlich darauf hofft, die Kirche von der Richtigkeit seiner wissenschaftlichen Auffassungen überzeugen zu können. Seine Richter gehen auf den Vorschlag nicht ein. Das Verfahren schleppt sich hin. Am 12. September meldet sich die römische Kurie, die von der Verhaftung des berühmten Abtrünnigen gehört hat, und verlangt die Auslieferung. Nach einigen Hin und Her lehnt der Rat Venedig in höflicher Form ab, unter Berufung auf die Souveränität der eigenen Gerichtsbarkeit, die man aus politischen Gründen und im Hinblick auf zukünftige Fälle nicht durch einen Präzedenzfall einschränken könne. Wohl ist dem Ratsherren bei dieser Entscheidung auch nicht der Zwang, sich dem Wunsch des Vatikans, wenn auch aufgrund einer eindeutigen Rechtslage, widersetzen zu müssen, ist ihnen äußerst unangenehm. Auch Rom möchte auf die Aburteilung des berühmten Heretikers nicht verzichten. Was ist in einer solchen Lage zu tun? In einer solchen Lage haben die Herrschenden noch immer Mittel und Wege gefunden. Am 22. Dezember 1592 erschien der päpstliche Nuntius persönlich vor dem Rat der Stadt Venedig und setzte dessen bereitwillig zuhörenden Mitgliedern auseinander, dass Bruno nicht Venezianer sei, sondern aus Neapel stamme und dass seit seiner Flucht aus dem Kloster 16 Jahre zuvor ein noch immer nicht abgeschlossenes Verfahren gegen Anhänger sei, dessen Akten sich in Rom befinden. Unter Zitierung von nicht weniger als 2 Dutzend parallel gelagerten Fällen wies er seinen dieser Argumentation interessierten folgenden Auditorium nach, dass unter diesen Umständen aus rein rechtlichen Gründen einzig und allein das oberste Inquisitionsgericht in Rom als Aburteilender zuständig sei. Und außerdem, so fügte er dann noch hinzu, handle es sich bei den Verhafteten schließlich nicht um einen gewöhnlichen Fall.
einer kurzen Anstandsfrist von der Einholung eines Rechtsgutachtens, das zu dem von beiden Seiten gewünschten Ergebnis kam, beschlossen Senat und Hof am 7. Januar 1593 mit 142 von 172 Stimmen, dass Bruno nach Rom auszuliefern sei. Zur Überraschung der Ratsherren begrüßte der Verhaftete diese Entscheidung. Freue sich darauf, so erklärte ihm, dem Heiligen Vater seine Auffassung selbst vortragen und begründen zu können. So wurde am 27. Februar 1593 in das Gefängnis des Heiligen Offiziums in Rom eingeliefert, das bis zum Tage seines Todes 7 Jahre später nicht mehr verlassen sollte. Über diesen langen Zeitraum, der bis zum endgültigen Prozess der Verurteilung und der kurz darauf erfolgten Hinrichtung verstrich, wissen wir seltsamerweise so gut wie nichts. Das fällt umso mehr auf, als wir die so ungewöhnlich detaillierte Lebensgeschichte Brunos zu wesentlichen Teil eben der Quelle verdanken, die uns jetzt mit einem Mal fast völlig im Stich lässt. Dem Geheimarchiv des Vatikans und, was den Ablauf der bis 1592 betrifft, auch den Protokollen des venezianischen Inquisitionsgerichts. Die ausführlichen Schilderungen, die Bruno auf das Verlangen seiner kirchlichen Untersuchungsrichter über sein Leben und seine Ansichten abgab, wurden ebenso sorgfältig protokolliert wie die Aussagen zahlloser Zeugen. Alle diese Unterlagen blieben jedoch länger als 2 Jahrhunderte unzugänglich im Vatikan vergraben, bis erstmals 1849 die Republik unter Mazzini eine Öffnung des Archivs erzwang. Bei dieser Gelegenheit stieß man unter anderem auch auf Teile der Akten dieses inzwischen fast vergessenen Prozesses. Die Unterlagen über die in Venedig durchgeführten Verhöre waren wenige Jahre zuvor ebenfalls entdeckt worden. Weitere Unterlagen fanden sich in späteren Jahren, zuletzt noch 1940. In ihnen allen aber steht so gut wie nichts über die Zeit, die Bruno im Gefängnis verbracht hat. Dass seine Lage während der langen Haft nicht komfortabel war, ergibt sich indirekt aus einer kurzen Notiz, die besagt, dass ihm im Dezember 1593 nach einem Besuch seiner Richter im Gefängnis, bei dem man ihn auch nach seinen Bedürfnissen gefragt hat, ein Umhang und ein Kissen zugestanden wurden und zum Lesen die Nummer des Thomas von Aquin. In etwa halbjährlichen Abständen stößt man dann auf die stereotype Formel: Bruder Jordanus wurde verhört und nach seinen Bedürfnissen gefragt. Ende Dezember 1598 wurde angeordnet, dem Bruder Jordanus sein Schreibpapier zu geben, das jedoch ausschließlich zur Anfertigung von Auszügen aus dem Brevier benutzen dürfe. Was der rastlose, lesehungrige und so unglaublich produktive Mann in diesen endlosen 7 Jahren unter solchen Umständen durchgemacht haben muss, lässt sich nur ahnen. Erst Anfang 1599 entschließt sich das Heilige Offizium, das Verfahren ernstlich voranzutreiben. Warum man damit so lange gezögert hat, geht aus den aufgefundenen Akten jedenfalls nicht hervor. Die Vermutung liegt nahe, dass man hoffte, die Zeit werde den stürmischen Apostaten zur Besinnung bringen, an dessen öffentlichen Widerruf die Kirche der Prominenz des Angeklagten wegen gelegen gewesen sein dürfte. 1599 entscheidet der Papst selbst,
Man solle den Gefangenen alle die Stellen aus seinen Büchern vorhalten, die nach Ansicht der theologischen Sachverständigen heretischer Natur seien, und ihn fragen, ob er auch sie für ketzerisch halte. Die betreffenden Stellen werden Bruno am 18. Februar 1599 vorgelesen. Im August bekommt er Papier und Tinte mit der Aufforderung, schriftlich zu widerrufen, was er weiterhin verweigert. Am 21. Dezember des Jahres schließlich gibt Bruno selbst eine endgültige Antwort. Nach 7 Jahren Haft, endlosen Verhören, ohne Kontakt zu Freunden oder Gesprächspartnern, ohne die gewohnte Lektüre oder andere geistige Anregung, ist er angesichts der offenkundigen Konsequenzen seiner Haltung stark genug, rundheraus zu erklären, dass er nicht widerrufen werde und er nichts zu widerrufen habe und dass er gar nicht wisse, was er überhaupt widerrufen solle. Zwei vom Heiligen Offizium ausgewählte hohe Geistliche bemühen sich noch einmal, ihn umzustimmen. Bruno beharrt auf seinem Standpunkt. Jetzt gibt Papst Clemens der VIII. Den Befehl, das Urteil zu sprechen und den Verurteilten der weltlichen Gerichtsbarkeit zur Aburteilung zu überstellen. Am 8. Februar 1600 wird Bruno das Urteil verlesen, das ihn als unbußfertigen und hartnäckigen Apostaten bezeichnet. Dem Verurteilten werden die Weihen abgesprochen. Er wird aus der Kirche ausgestoßen und der weltlichen Gewalt überantwortet. Seine Bücher, alle, auch die, welche vielleicht in Zukunft noch entdeckt werden sollten, werden verboten und sollen öffentlich vor den Stufen des Petersdoms verbrannt werden. Das Urteil schließt mit der Bitte an die weltlichen Richter, den Verurteilten so milde wie möglich zu bestrafen, eine routinemäßig angewandte Formel, der allenfalls eine äußerliche Alibi-Funktion zukommen konnte, da alle Beteiligten wussten, welche Strafe einen vom obersten Inquisitionsgericht verurteilten Ketzer erwartete. Bruno gab seinen Richtern die berühmt gewordene Antwort: Es verursacht euch möglicherweise mehr Furcht, das Urteil zu verkünden, als mir es zu empfangen. Es folgt ein nochmaliger Bekehrungsversuch, den Bruno mit den Worten ablehnt. Er gehe gerne in den Tod und sei gewiss, dass seine Seele mit dem Rauch ins Paradies emporsteigen werde. Am 17. Februar 1600 wird er in Rom auf dem Campo dei Fiori öffentlich verbrannt. Was er an diesem Tag erlitt, hatte Giordano Bruno lange zuvor durchdacht. In einer Schrift mit dem Titel Sigillus Siculorum, die schon 1583 erschienen war und die vor allem die Gedächtniskunst zum Inhalt hat, hatte sich Bruno in einer der vielen für seine Schriften charakteristischen Abschweifungen mit der Frage beschäftigt, welche seelische Haltung die Märtyrer der christlichen Geschichte wohl befähigt habe, sich auch durch körperliche Torturen nicht von ihrem Glauben abbringen zu lassen. Seine Antwort: Wer noch um seinen Leib fürchtet, dem würde ich nicht leicht glauben.
dass er jemals mit Gott eins gewesen ist. Der wahrhaft Weise und Tugendhafte ist so vollkommen glücklich, dass er den Schmerz nicht mehr spürt. Betrachtet wird zum Abschluss noch die wesentlichen Punkte der kosmologischen Ansichten Brunos und ihren erkenntnisgeschichtlichen Zusammenhang, um zu verstehen, warum sie eine Wende bedeuten. Die revolutionäre Bedeutung Brunos für die Geschichte der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins oder, wie man meist sagt, für die Geistesgeschichte wird sofort deutlich, wenn man die fundamentale Rolle bedenkt, welche die Abstraktion vom Augenschein in dieser Geschichte spielt. Über seine Stellung im Kosmos hat der Mensch nicht wie mit einem Schlage Klarheit gewonnen, sondern in einem langen, stufenweise sich vollziehenden Prozess, der auch heute noch keineswegs abgeschlossen ist. Jede einzelne der Stufen, die diesen fortschreitenden Erkenntnisprozess bilden, wird markiert von einer Einsicht, welche die Fassade des Augenscheins durchstößt, um eine erst hinter ihr gelegene Wirklichkeit der Welt zu erfassen. Der Augenschein lacht uns ganz offensichtlich, dass wir im Mittelpunkt einer runden Scheibe wohnen, über der sich ein sternenübersäter Himmelskuppel wölbt, die sich in einem 24-stündigen Rhythmus um uns dreht. Wie suggestiv dieser unmittelbar erlebte Augenschein wirkt, zeigt sich unter anderem darin, dass wir 400 Jahre nach Kopernikus noch immer vom Aufgehen oder Untergehen der Sonne oder eines Sterns reden. Obwohl diese Formulierung, wie wir inzwischen sehr wohl wissen, die wirkliche Situation nicht richtig wiedergibt. Rund 100 Jahre nach Bruno kam Newton zu der allem Augenschein, aller unmittelbaren sinnlichen Erfahrung hohen sprechenden Erkenntnis, dass das weiße Licht der Sonne in Wirklichkeit zusammengesetzt sei, nämlich auf den Spektralfarben des Regenbogens. Wie schwer auch diese Einsicht wieder den Augenschein zu gewinnen war, zeigt die Tatsache, dass ihr noch Goethe wieder 100 Jahre später in seiner Farbenlehre leidenschaftlich widersprach, weil er nicht bereit war, eine solche Kluft zwischen Augenschein und Wirklichkeit zu akzeptieren. Aber hier irrte Goethe, wie unüberbrückbar tief und wie grundsätzlich diese Kluft in Wahrheit ist. Das hat uns dann, um ein letztes Beispiel auszuführen, die Einsteinsche Kosmologie gelernt. Sie läuft in der allgemeinen Relativitätstheorie letztlich auf die Einsicht hinaus, dass uns unser an irdische Bedingungen angepasstes Anschauungsvermögen völlig im Stich lässt, wo es um die Wirklichkeit der Welt als Ganzes geht. Im Bereich sehr großer Distanzen und sehr hoher Geschwindigkeiten, die der des Lichts nahe kommt, hat die Wirklichkeit der Welt mit dem, was unsere Sinne wahrnimmt, nicht mehr die geringste Ähnlichkeit. Am Anfang dieser nicht nur für unsere gesamte Wissenschaft und Technologie, sondern vor allem für unser Selbstverständnis so bedeutsamen geistigen Entwicklungsreihe steht Brunos Erkenntnis von der Unendlichkeit der Welt und der in ihr enthaltenen Himmelskörper. Wie groß die sich hinter ihr verbergenden Abstraktionsleistungen war, erkennt man rückblickend an der Länge und Mühsal des Weges, der zu ihr hinführte. Dass die Erde eine Kugel ist, wusste schon Aristarch von Samos, 300 Jahre vor Christi Geburt. Aber ein Jahrtausende lang
bis zu Kopernikus schien es unfraglich, dass die Erde selbst unbewegt in der Mitte der Welt ruhe. Das lehrte nicht nur die alltägliche unmittelbare Erfahrung, sondern auch die wissenschaftliche Beobachtung. Die antiken Astronomen wussten sehr wohl, dass eine Bewegung der Erde um die Sonne eine Möglichkeit, an die auch Aristarch schon gedacht hatte, den Eindruck entsprechender seitlicher Bewegungen der nächstgelegenen Fixsterne am Himmel parallaktische Verschiebung hervorrufen muss, so wie sich auch für einen in Wagen Reisenden die nahegelegenen Straßenbäume vor dem Hintergrund der Landschaft zur Seite bewegen. Schon in der Antike und später im Mittelalter hat man nach diesem Effekt immer wieder gesucht. Dass er sich nicht feststellen ließ, war zweifellos ein gewichtiges Argument gegen die Spekulation von einer Eigenbewegung der Erde im Kosmos und damit gegen das immer wieder diskutierte heliozentrische System. Es ist eigentümlich, auf welch mühsamen Umwegen man schließlich doch weiter kann. Im 14. Jahrhundert hatte Albrecht von Sachsen, ein bedeutender Naturforscher, später Bischof von Halberstadt, scharfsinnig gefolgert, dass sich der Schwerpunkt der Erde im Verlauf der Entstehung neuer Gebirge und als Folge der ständigen Transport von Schottermassen durch das Schwimmen der Flüsse eigentlich ständig verlagern müsse. So geringfügig der Effekt auch immer sein mochte, die Erde musste sich jeweils um den betreffenden Betrag bewegen, um ihren Mittelpunkt mit dem Mittelpunkt der Welt in Übereinstimmung halten zu können. Auf diese Weise wurde das aus dem Augenschein täglicher Erfahrung abgeleitete Dogma von der Unbeweglichkeit der Erde als dem ruhenden Bezugspol aller natürlichen Bewegungen schließlich erschüttert. Als das aber erst einmal geschehen war, konnte Kopernikus endlich das komplizierte System der ptolemäischen Planetenbahn dadurch den Leiter vereinfachen, dass er ihren Umlauf nicht auf eine als ruhend gedachte Erde, sondern auf die Sonne als Mittelpunkt bezog. Eine geniale Leistung, gewiss, aber doch nur der erste Schritt auf dem Weg zu der entscheidenden Wende. Kopernikus hatte lediglich die Rollen von Erde und Sonne vertauscht. Sonst blieb auch bei ihm noch alles beim Alten. Jetzt ruhte die Sonne unbewegt und unbeweglich im Mittelpunkt der Welt. Und auch diese Welt des Kopernikus hatte nur eine einzige Sonne, die von den halbkugelförmigen Schalen der Fixsternsphären eingeschlossen und umkreist wurde. An diese Welt glaubte auch Kepler noch, dem es gelang, das kopernikanische Planetensystem dadurch auf eine solide mathematische Basis zu stellen, dass er sich von dem Dogma der für Himmelskörper bis dahin allein denkbaren Idealen kreisbar als unlaufbar frei machte. Elliptische Bahnen sind es, auf denen die Planeten um die Sonne laufen. Da dabei die Sonne aber in einem der beiden Brennpunkte aller dieser Bahnellipsen steht, war auch sie plötzlich, wenn man es genau nennt, aus dem Mittelpunkt der Welt hinausversetzt. Auf diese Konsequenz ist Kepler jedoch keineswegs aufgegangen. Jedenfalls hat er keine Folgerungen aus ihr gezogen. Auch für ihn ruht die Sonne noch immer unbewegt im Schoß der Welt, geborgen in den Schalen der sich um sie drehenden Sternsphären. Worauf alle diese Korrekturen, diese Schritt für Schritt ergaben, insgesamt aber hinausliefen, wie die Wirklichkeit beschaffen war, auf die sie hinwiesen, das ist als erstem Giordano Bruno aufgegangen. Er ist der erste Mensch gewesen, und das scheint mir der Kern und Angelpunkt seiner geistesgeschichtlichen Bedeutung zu sein, der die anthropozentrische, scheinbar auf das erlebende Subjekt bezogene Ordnung des Kosmos als perspektivische Illusion durchschaut hat. Die
die entscheidende Wende für das Selbstverständnis des Menschen. Die mit dieser Erkenntnis unweigerlich verbunden war, ist ihm klar bewusst gewesen. Mit immer neuen Argumenten hat er versucht, seinen Zeitgenossen diese Erkenntnis zu vermitteln. Besonders anschaulich ist sein Vergleich mit der Situation des Wanderers, der auf seinem Weg durch die Landschaft auf die Erfahrung mache, dass jeder Punkt des Horizonts, den er erreicht, für ihn als Freund wieder zum Mittelpunkt werde. So würden auch wir uns auf einem anderen Stern wieder im Mittelpunkt des Universums glauben und den Eindruck haben, dass jetzt die Erde am Rande stände. Aus den Pariser Thesen des Jahres 1586. Und im Aschermittwochsmahl findet sich ganz in dem gleichen Sinne die großartige Formulierung. Denn nicht mehr ist der Mondhimmel für uns, als wir Himmel für den Mond sind. Daher ist es Bruno auch selbstverständlich, dass die unzähligen Sterne am Himmel Sonnen sind wie unsere eigenen, dass auch sie von Planeten umkreist und dass es eine unendliche Zahl bewunderer erdähnlicher Himmelskörper geben muss. Dass die Sterne am Himmel so ganz anders aussehen, ist, so lehrt er, auch nur wieder die Folge unseres einseitigen Beobachtungsstandpunkts. Bruno schildert in diesem Zusammenhang ein Jugenderlebnis. Der Monte Cicada, an dessen Fuß er aufwuchs, sei ihm immer als Musterbeispiel einer blühenden Landschaft erschienen. Der Vesuv dagegen, dessen düster drohende Silhouette er als junge Tagfechter am Horizont gesehen habe, als Inbegriff unfruchtbarer Öde. Bis er sich dann eines Tages aufgemacht habe, den Vesuv zu besuchen. Und siehe da, aus der Nähe habe dieser sich als ebenso fruchtbar erwiesen wie der Monte Cicada. Und von ihm aus habe nun sein heimatlicher Berg mit einem Male den gleichen Öden an der Geburt, der ihn bis zu dieser Erfahrung als typisch für den Vesuv gegolten habe. So erkennen wir also, dass alle Himmelskörper, des Kometen, Planeten und unsere Erde alle von derselben Art sind. De immenso. Eine generalisierende Abstraktion von revolutionierender Kühnheit. Natürlich hat ein solches Weltbild Konsequenzen. Auch in anderen als astronomischen Bereichen. Wenn es eine unendlich große Zahl erdähnlicher Himmelskörper im Kosmos gibt, so muss man nach dem gleichen revolutionären Prinzip der Relativierung des eigenen Standpunkts auch davon ausgehen, dass deren Bewohner Gott mit dem gleichen Recht auf ihre Weise suchen und verehren, wie wir das auf unsere irdische Weise tun. Das aber läuft wiederum auf eine Relativierung des Anspruchs der allein selig machenden römischen Kirche hinaus, was die Inquisitoren Bruno so weniger verzeihen konnten, als sie sein neues Weltbild und damit die Voraussetzungen seiner Schlussfolgerungen gar nicht verstanden. Letzteres wird man nun den kirchlichen Richtern des großen Mannes auch nachträglich kaum vorwerfen dürfen. Denn die Erkenntnisse Brunos überstiegen nicht nur ihr Fassungsvermögen. Wie gewaltig der Schritt war, mit dem sich der Nolaner vom Kosmos des alltäglichen Augenscheins löste, um die Wirklichkeit des Universums und die Rolle der Erde in diesem Universum zu erkennen, ergibt sich daraus, dass auch die bedeutendsten und fortschrittlichsten Astronomen seiner Zeit, Kepler und Galilei, ihn auf diesem Weg nicht zu folgen vermochten.